Der Wettkampf zwischen Schreckenstein und Rosenfels jährt sich dieses Jahr zum 12. Mal. Und auch wenn es Mädchen sind, solltet ihr sie als Konkurrenten ernst nehmen. Nicht Kraft zählt bei dem diesjährigen Sportfest? Nein, sondern Geschicklichkeit und mentale Stärke. Beides Fähigkeiten, in denen ihr den Schreckensteinern weit überlegen seid. Trotzdem bedarf es Ausdauer und Mut. Beides Fähigkeiten, in denen ihr den Rosenfelserinnen weit überlegen seid. Ja! Und um den Wettkampf zu gewinnen, werdet ihr in den nächsten beiden Tagen hart trainieren, diszipliniert an euren Schwächen arbeiten und gewinnen! Gewinnen! Für Rosenfels! Für Rosenfels! Für Schreckenstein! Für Schreckenstein! Ja! Wie ich soeben erfahren habe, hat der Graf gestern das Krankenhaus verlassen und befindet sich auf dem Weg in ein Sanatorium. Wie geht's ihm? Den Umständen entsprechend gut. Bis auf zwei gebrochene Beine, einer ausgerenkten Schulter, einem Riss in der Lunge sowie einem Knalltrauma auf beiden Ohren, ist der Graf wohlauf. Ach du Scheiße. Und wann kommt er wieder? Das ist im Augenblick noch nicht abzusehen. Ausgeschlossen. Er ist sehr melancholisch und traumatisiert. Was ist er traumatisiert? In der Zwischenzeit wird ein entfernter Verwandter des Grafen die Geschäfte auf der Burg führen. Eigentlich hätte er schon vor einer halben Stunde hier sein sollen. Aber die Maschine ist geil. Und wie viel Quadratmeter hat der Kasten hier so? Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Ja, nach den Nebenkosten frage ich das gar nicht, wa? Oh, Englisch. Was aber duster hier. Duster, duster. Wie sagt mein alter Freund Goethe immer? Licht, Alter, mit Licht, mit Licht. Na? Kennen Sie doch Goethe? Also, den echten. Nicht den von Fuck you Goethe. Ist der Schinken was wert? Wie bitte? Bild. Das Gemälde. Auch das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ihr Onkel interessiert sich mehr für die ideellen Werte. Ah, ideell. Ja gut, wer sich's leisten kann. Dafür ist er jetzt auch pleite. Ideell. Haben Sie Ihren Autoschlüssel verloren? Er sucht einen Schatz. Einen Schatz? Er meint, es gibt keine andere Möglichkeit, die Burg zu retten. Wieso? Was ist los, Jean? John! John! Wo ist John? Der muss unbedingt kommen. Ich kriege den Fernsehapparat nicht an. Ich bin gleich für Sie da. Ah, John! Mein Name ist Jean. Jean! Das kann doch kein Mensch aussprechen. Wenn Sie schon dabei sind, bringen Sie mir aus der Küche bitte Chips und Bier mit. Ja? Ich bin aber gerade nicht dabei. Keiner steigt hier runter. Das war früher ein Geheimgang. Wenn ihr hier unten durchbrecht, dann geht es tief hinab bis zum See. Direkt bis nach Rosenfels. Ritter Ehrenwort. Ja, Ritter Ehrenwort. Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Aua! Pass doch mal auf! Sei still jetzt! Komm! Weil du einen kleinen Kopf hast. Finger weg. Ja, ja. Und was ist, wenn die nur Chinesisch sprechen? Oder wenn ich niesen muss?
verhalte dich einfach ganz unauffällig. Du bist gut. Wie denn? Und denk daran, du bist eine tapfere, saftige Melone. Oh, nee. Hallo? Alles klar? Oh, jetzt weiß ich nicht. Ja, und jetzt kommen wir in den wunderschönen Rittersaal. Hier wird, Sie sehen, immer schon viel gegessen und gefeiert. Hohe Gemälde aus dem hohen Mittelalter. Aber ja, unter uns, also schön gezeichnet, ist was anderes. Ah, Spanferkel. Ja, der Hund war aus. Hund war aus? Ja, kein Hund. Spanferkel. Herr Wang ist Vegetarier. Er isst kein Fleisch. Ah. Oh, oh, als hätte ich es gewusst. Möchten Sie vielleicht ein schönes Stück von dieser Melone hier? Heute. Herr von Schreckenstein? Ja. Herr Wang und die Ingenieure möchten sich gerne etwas umschauen. Nur zu. Ich habe kein Problem. Ist alles echt. Gleich, okay. Ist alles made in Germany. Kommen Sie. So. Kann ich helfen? Nö. Ja. Hatten wir einen Termin? Nein, es handelt sich um eine Notsituation. Ja? Wer hat Schulden? Schulden? Warum? Das ist eine längere Geschichte. Sie sind doch Deutschlehrer. Fassen Sie sie komprimiert zusammen. Burg Schreckenstein wird verkauft. Ich brauche Unterkünfte, ein Klassenzimmer und... Entschuldigen Sie die Störung, ich habe was vergessen. Also sag mal, was ist... Hast du es bald? Ja. Sorry für die Störung. Das heißt nicht sorry, das heißt Entschuldigung. Ja, Frau Dr. Horn, und sorry fürs sorry sagen. Oh. Und was jetzt? Diese Anglizismen sind eine Unart. Wo waren wir stehen geblieben? Eine Zusammenlegung der beiden Schulen wäre für beide eine vernünftige Lösung. Vernünftig. Ihre Jungs mit meinen Mädchen unter einem Dach, wenn ich nur daran denke, dass ihre vorpubertierten Schüler hier bei mir ihr Testosteron verströmen. Alles, was recht ist. Ich verspreche Ihnen. Nein, keine Diskussion. Verehrte Frau Kollegin, als Sie letztes Jahr in Not waren, da habe ich keinen Augenblick gezögert, Ihnen und Ihren Mädchen Unterschlupf zu gewähren. Jetzt kommen Sie mir nicht auf die Tour. Für mich als Pädagoge und als Mensch war das damals eine Selbstverständlichkeit. Ein Akt der Solidarität, der Fürsorge auf Verantwortung. Über welchen Zeitraum sprechen wir? Es wäre zunächst einmal auf eine unbestimmte Zeit. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, das zu verhindern. Ja. Ein Schatz. Irgendwo auf Burg Schreckenstein liegt ein Schatz. Natürlich. Irgendwo auf Schreckenstein liegt ein Schatz. Und dann kommt ein Regenbogen und er nimmt sie an der Hand und führt sie ins Licht. Sie sind wirklich rührend. Sie sind ein kleiner Junge im Körper eines großen Gorillas. Eines was? Also Schluss jetzt! Was reden wir denn hier für einen Unsinn? Frau Dr. Horn, ich bin einfach nur ein unverbesserlicher Optimist, der fest daran glaubt, dass Sie die innere Größe haben, uns Schreckenstein ein Asyl zu gewähren. Aber nur zu genau festgelegten Bedingungen. Nee, kein Wein und auch kein Alkohol. Und keinen Zigarillos, meinte Jean. Ja, dann kauf ihm halt eine Schokolade oder Pralinen oder so. Der braucht doch für Essen und Trinken Strohhalm. Wir können ja ein Modell von seinem Zeppelin nachbauen. Und lassen es abstürzen. Ja, super Idee. Oh. Die Hühner kommen. Mit ihren Scheißmützen. Na, Jungs, freut ihr euch schon? Klar, wenn ihr ein Eis ausgebt. Schoko-Vanille-Pistazie. Ich nehm's auch.
Wir kommen aus Schloss Rosenfels. Hä? Aus Rosenfels? Was soll das? Wie bitte? Nichts verstehen. Burg Schreckenstein wird aufgelöst. Jetzt zieht nach Rosenfels. Und was labert die? Wisst ihr jetzt nichts davon oder tut ihr nur so? Das kann doch nicht sein. Nee. Ich glaub, die wissen es gar nicht. Das glaube ich auch. Nee, was sollen wir denn wissen? Keine Ahnung. Okay. Was wird das hier? Einfach zuhören. Punkt 9 Uhr, Licht aus, ohne Ausnahme. Die Waschräume bleiben über die Nacht verschlossen. Mhm. Wer auf die Toilette will, aber Frau Dr. Horn, erledigt das am Abend vorher. Verstehst du das? 6.30 Uhr, Frühsport. Ihr wisst, was das heißt. Wir sagen rhythmische Tanzgymnastik dazu. Damit ihr den neuen Tag harmonisch begrüßen könnt. Absolute Sauberkeit in den Innenräumen. Das heißt, unsere Schuhe putzen. Spinnt wohl. Putzt deine Schuhe selber. Genau. Wir freuen uns jedenfalls schon auf euch. Super. Und wie? Bye. Bye. Die Chipkarte kriegen wir auf jeden Fall. Magu, das bekommen wir auch noch hin, aber was mit dem Zahlenfeld? Ihr seht, ihr habt keine Chance. Alleine nicht, aber mit eurer Hilfe. Hast du einen Plan? Inga, du willst ihr nicht ernsthaft helfen, oder? Was sagt Frau Hornemer? Licht existiert nur mit Schatten und das Yin nur mit dem Yang und Schloss Rosenfels nur mit Schreckenstein. Sind wir Yin oder Yang? Ist doch egal. Und was kriegen wir dafür? Ich würde sagen, alles, was ihr wollt. Sag mal, geht's noch? Ja, was würdest du denn sagen? Das geht gar nicht. Ein Kuss. Inga. Sag mal, hallo Inga? Spinnst du? Okay. Was? Aber nicht hier. Was zur Hölle? Nee, das machen die jetzt nicht, oder? Inga, komm, nochmal. Lass mich. Wieso nicht? Lass mich, nein. Oh mein Gott, Wahnsinn. Na los, komm. Wie funktioniert das? Da drücken. Und dann? Ey Mann, wir brauchen noch einen Tag. Kriegt ihr das hin, dass der Rex nichts merkt? Wird schwierig. Erzähl du mir nichts von schwierig. Wir haben die Hühner rumgekriegt, die helfen uns. Ihr müsst den Rex hinhalten. Die sind in Rosenfels und suchen die Aufzeichnungen für den Schatz. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Alan Horst. Alan Horst. Hörst du mich? Azuka? Ihr hört mit dem Unsinn auf und kommt sofort rüber. Habt ihr verstanden? Rex. Walze. Wir sind so nah dran. Walze, ich will jetzt nichts mehr hören. Walze, das ist mein voller Ernst. Haben wir uns da verstanden? Wir machen weiter. Egal, was sie sagen. Wenn wir jetzt aufgeben, dann ist alles endgültig vorbei. Sie sagen immer, man soll es versuchen. Egal, ob man scheitert oder nicht. Genau das haben Sie immer zu uns gesagt. Und wir sind hier, um es zu versuchen. Jo. Sehe ich auch so. Hat er verstanden? Lasst euch nicht erwischen. Over and out. Hallo ihr Lieben, ich bin es von Burg Schreckenstein, eure Alina. Stopp! Spinnst du? Es wird jetzt noch cooler als im ersten Teil, denn wir werden zusammen mit den Jungs das große Rätsel um die Burg lösen. Na Jungs, freut ihr euch schon? Klar, wenn ihr ein Eis ausgebt, Schokovanille Pistazie. Ich nehm's auch. Viel Spaß im Kino, wir sehen uns dann. Oh mein Gott, Wahnsinn. Sie kommen! Sie kommen!
Hallöchen, ihr da draußen. Ich bin Benedikt und spiele mal wieder den Otgar in Buschleckstein Teil 2. Wir müssen den Schatz finden, und zwar richtig. Wir müssen den Burghof umgraben, die Mauern aufreißen, wenn nötig auch den See austrocknen. Sie müssen uns helfen. Diesmal machen wir auch ein wenig was mit den Mädchen. Und zwar, also es kommt die Sache Liebe ins Spiel. Stopp! Spinnst du? Liebe Grüße vom Set. Ciao! Ja, was gibt's? Na, ihr kennt ihr mich noch. Ich bin Schellecker und spiele in Burg Schreckenstein 2 wieder mal den Dampfwalze. Dieses Mal geht's echt um die Wurst und wir schaffen es leider mit vereinten Kräften, die Existenz der Burg zu retten. Ja, keine Chance. Alleine nicht, aber mit eurer Hilfe. Hast du einen Plan? Was ich mit meinen Jungs und natürlich den Mädels Burg Schreckenstein 2 erlebe, müsst ihr euch selbst anschauen. Ich freue mich 2017 euch im Kino zu sehen. Bis bald. Ciao. Baby Pizza? Du bist mein Mann. Hallo, ich bin Maurizio Magni und ich spiele in Burg Schreckenstein 2 wieder den Stefan. Und diesmal habe ich alles unter Kontrolle, sogar die Mädels. Erste Zoo? Rosenfels hatte einen Poster und... Viel mehr Filmausschnitt kriegt jetzt nicht zu sehen. Aber eins ist gesagt, die Schreckenstein und die Rosenfelser bestreiten diesmal die Abenteuer zusammen und bekriegen sich diesmal nicht. Aber wer wem mehr hilft, das müsst ihr selber sehen. Viel Spaß. Wir suchen einen Schatz. Wir brauchen die Chipkarte von Frau Dr. Horn, um in ihre Bibliothek reinzukommen. Unmöglich. Unmöglich gibt's nicht. Wenn das ein Anagramm ist, dann frage ich mich, warum der Verfasser die Botschaft so verschlüsselt hat. Mit 2 Quintillionen Möglichkeiten ist eine 2 mit 30 Nullen. Mücke, ich glaube, das waren gerade zu viele Informationen. Huhu, na ihr da draußen? Kennt ihr mich noch? Was geht ab? Ich bin's, der Kaspar, und spiele wieder eine Mücke in Burg Schreckenstein Teil 2. Ja! Es geht wieder richtig zur Sache in Burg Schreckenstein Teil 2. Und ich ärgere natürlich wieder mal richtig doll die Mädchen. Darauf freue ich mich natürlich schon. Und wir hauen ein paar coole Streiche raus. Ich freue mich auf euch. Warum ausgerechnet ich? Das ist so unfair! Weil du einen kleinen Kopf hast. Du bist gut. Und denk daran, du bist eine tapfere, saftige Melone. Gehen uns doch von irgendwo her. Du bist doch... Strelau. Ah. Ha? Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem ganz persönlichen Charakterclip. Ich bin Elo und spiele in Burg Schreckenstein 2 den Strelau. Der Strelau ist ein ganz eifriger, besonders kluger und gebildeter Schüler. Du hast aber gesagt, es können auch Pergamentrollen sein. Und wie sehen die aus? Naja, das ist so eine lange Klopapierrolle eben. Die anderen Jungs haben ständig die Mädels im Kopf. Aber ich konzentriere mich auf unsere Mission. Ich lasse mich nicht so leicht ablenken. Schau dich lieber den Film selber im Kino an. Ey, Strelau, du brummst. Na, kennt ihr mich noch? Ich bin Mina und in Burg Schreckenstein spiele ich Inga. Eigentlich bin ich relativ schüchtern, aber trotzdem versuche ich mit den Jungs ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen. Die sind schon echt süß, aber ganz besonders Dampfwalze. Er ist so süß. Ich fänd's cool, wenn die Schreckis zu uns kommen würden. Um rauszufinden, wie es mit uns beiden weitergeht, müsst ihr euch Burg Schreckenstein 2 angucken. Wir sehen uns im Kino. Inga, du willst ihr nicht ernsthaft helfen, oder? Was sagt Frau Hornemer? Licht existiert nur mit Schatten und das Yin nur mit dem Yang und Schloss Rosenfels nur mit Schreckenstein. Hallo, mein Name ist Nina und ich spiele Bea bei Burg Schreckenstein und ich komme wieder in den zweiten Teil. Und wir sind gerade am Set hier. Und ja, Bea hat eine ziemlich krasse Wendung vom Charakter her. Sie ist ein Rebell. Du willst ihr nicht ernsthaft helfen, oder? Licht existiert nur mit Schatten und das Yin nur mit dem Yang. Kindergeburtstag oder was? Ich freue mich sehr doll, das zu sehen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wir sehen uns dann im Kino. Tschüss! Yes! Stopp! Spinnst du? Der zweite Teil heißt ja jetzt Küssen nicht verboten. Also, das nicht steht zwar in Klammern, aber trotzdem gibt es schon ziemlich viele Love Stories zwischen uns.
Küssen verboten. Läuft dann was zwischen Bea und Stefan, zwischen der Inge und dem Dampfwalzer? Bea und Stefan kommen sich etwas näher als im ersten Teil. Irgendwie. Es geht ums Küssen. Bea hat Stefan geküsst, aber den fand er ja nicht so toll. Boah, das ist ekelig. Du Arsch. Ich würde auch enttäuscht sein, wenn mein Gegenüber sowas sagen würde. Erst entschuldigen. Wofür? Du weißt ganz genau für was. Wer hat denn eklig gesagt? Ich oder du? Ich meine, natürlich hätte ich es jetzt sozusagen nicht gedacht, dass sozusagen mit mir und der Inge auch was wird, so. Ein Kuss. Okay. Ich glaube, dann merkt man halt auch, dass sie ein bisschen älter geworden sind. Also beim ersten Mal wurden da nur ein paar Blicke ausgetauscht, aber jetzt gab es dann einen Kuss. Oh Mann. Nein. Was ich liebe, das merkt sich. Das ist, glaube ich, ein sehr passendes Sprichwort für was abgeht eigentlich im zweiten Teil. Die Hühner, schaut mal! Hep, 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 hopp, 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 hopp! Ja, ja, Klappe halt! Wer stinkt denn hier darüber?